Ich könnte theoretisch auch schleichen, aber es geht auch so. So, zack, 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 zwei frei. Der ist der dritte. So, glaube ich zumindest. Ja, doch, ist der dritte. So, so. Oh Gott. Ich bin doch nicht schwindelfrei. So, jetzt haben wir es aber. So, und jetzt muss ich nämlich darauf achten, dass hier wieder drei sind, ne? So, da muss ich nämlich genau drauf achten, dann geht da auch nichts schief. Dann ist einer zu hoch. So. Dann kann da nämlich auch nichts passieren. Es geht hier nämlich erstmal drei. Oh, es ist schon wieder alle. So, das ist jetzt der zweite. Jetzt kommt der dritte. Das war auch ein bisschen merkwürdig aus, ehrlich gesagt. Ich sehe schon, komm Leute, ich habe mich hier schon wieder verbaut, bestimmt. Bestimmt habe ich mich schon wieder verbaut. Sind das jetzt drei? Ich erkenne das nicht. Oh Gott. Eins, zwei, drei. Ja, hey, sind sogar drei. Prima. So, dann wieder nach oben. Und wie jetzt, wie folgt, wie vorhin auch. Hier jetzt der dritte. So, der bleibt frei. Hier kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Jetzt muss ich wieder nach oben. Das ist hier mordsanstrengend, Leute. Das ist hier wirklich anstrengend. Das mag man gar nicht glauben. So, das ist es jetzt mal. So, dann gleich die nächste Reihe. Allerdings, guckt mal. Das kommt hin. Seht ihr das mit dem Fenster? Das kommt hier hin, würde ich sagen. Ja. Das kommt hin. Also, ich glaube, das war jetzt der Abschluss gewesen. Was bedeutet, dass wir jetzt so vier Stück haben. Also es müsste genau geklappt haben. Jetzt kommt hier der Abschluss im Prinzip. Den können wir dann gleich nochmal setzen. Später kommen wir ja von unten ran, weil wir ja dann logisch die Etagen dann bauen. Das wird auch noch lustig werden, die Etagen zu bauen. Aber hier kommt ja jetzt nichts mehr, weil das ist ja Dachsims, ne? Also können wir das hier im Prinzip alles jetzt schließen. Das ist jetzt relativ einfach. Irgendwie bin ich hier schon gar nicht mehr auf dem Ding drauf. Oh Gott. Ich bin nicht schwindelfrei. Also für sowas bin ich überhaupt nicht zu haben. Ich weiß schon, warum ich immer bevorzugt Cave Design mache, weil ich Schiss habe, runterzufallen. Ich stelle mich hier schon wieder an wie eine Memme, aber ich bin jetzt hier am obersten Punkt angelangt. Das ist ja schon mal gut. Und folglich kann ich mich jetzt hier wieder runterbuddeln. Prima. Ich habe sogar eine Schaufel. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das von unten aussieht, ob ich mich verbaut habe oder nicht. Dann können wir uns nämlich gleich nochmal hochbuddeln, wenn ich mich verbaut haben sollte. So, dann schauen wir uns mal das Gedöns hier an. Oh, das sieht aber gut aus. So, habe ich mich verbaut oder habe ich mich nicht verbaut? Eins, zwei, drei, das scheint zu stimmen und es sieht sogar vom. Ja, siehst du, also ich hätte doch vielleicht den Creative anstellen sollen. Dass ich wenigstens zur Kontrolle hätte fliegen können, Mensch. So, zeig mal von hier oben. Eins, zwei, drei. Sind drei, oder? Eins, zwei, drei, jawohl. Ich glaube, das sind auch drei. Also, ich bin mir nicht sicher. Also gut, im Endeffekt sollten wir uns tatsächlich verbaut haben, was ich aber nicht glaube, weil es sieht schon ziemlich symmetrisch aus. Also zumindest die Reihe stimmt schon mal. Hier sind auch drei Abstände, da sind drei Abstände, obwohl ich das nicht so richtig erkenne. Ja, doch, das sind Reihe, hundertprozentig. Nur da oben weiß ich jetzt nicht. Aber es müssten eigentlich auch drei sein, oder? Was ist denn das da für ein komischer Stein? Mal gleich mal angucken. Nee, das sieht gleich aus. Notfalls, wie gesagt, wenn wir dann in der Etage sind. Dann können wir das immer noch verändern. Das ist nicht weiter tragisch. Bin ich schon ganz zufrieden.
Sieht geil aus. So, dann geht's jetzt weiter. Wir haben ja gesagt, das ist jetzt das Treppenhaus. Das heißt, wir können jetzt theoretisch hier weitermachen. So, und jetzt ist die Frage, die ich mir schon vorhin gestellt habe, ob es nicht cleverer wäre, wenn ich nicht einfach hier einen Wassergraben ziehe. Dann buddel ich mich einfach nach oben und lass mich immer runterplumpsen. Ich glaube, das ist doch eine Idee, oder? Leute, was meint ihr? Theoretisch würde das jetzt funktionieren. Ich mach das jetzt auch. Leute, ich mach das jetzt mit Wasser. Ich mach das hier weg, provisorisch. Bis wohin? Also ich würde fast sagen, das muss ich mir eh nochmal genau angucken, was da los war. Wir machen das jetzt einfach. Und da setzen wir jetzt Wasser hin. Wir haben ja Wassereimer. Genau. Und dann ziehe ich das da jetzt einfach hoch. Und dann lasse ich mich da immer runterplumpsen. Das halte ich für eine gute Idee, weil dann erspare ich mir das immer mit dem Hochgraben und wieder abbauen. Das ist ja auch blöd. Deswegen mache ich das einfach so. Finde ich eine gute Idee. So. Ja, wir haben ja auch noch genug Steine. Also das nehmen wir jetzt einfach mal weg hier. Andesit nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. Das packen wir jetzt einfach dazu. Zum Hochbauen. Und die Eimer, die nehmen wir jetzt mit. Da werde ich mir... Okay, dann machen wir das so. Prima, nochmal kurz pennen gehen. Genau, dann mopse ich mir jetzt hier mal ein bisschen Wasser da aus dem Teich und genau, so machen wir das. Weil das ist ja jetzt kein Fenster, was da gesetzt werden muss. Das ist ja im Prinzip wirklich nur Mauer. Also eine Ecke haben wir schon gebaut, Leute. Das ist doch schon mal was, oder? Dann ziehen wir das jetzt nämlich da hoch. Hier können wir das genauso machen mit dem Wasser. Das ist ja auch eigentlich nur Mauer. Nur bei den Fenstern müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Cool, hier ist sogar Wasser. Ich bin fast am Überlegen, ob ich mir eine unendliche Wasserquelle gleich mal bauen werde. Irgendwo da in... Hallo Huhn. Irgendwo hier in der Nähe. Das könnte man ja theoretisch mal machen. Wobei, eigentlich reicht es doch aus, oder? Das fließt doch eh immer 8 Positionen. Mal gucken. Ja, okay, reicht nicht ganz aus. Dann machen wir hier einfach nochmal hinsetzen, Eimer. So. Jetzt reicht es aber aus. So, das dürfte hier theoretisch nichts passieren. Hoffe ich mir zumindest. Oh. Er wird schon klappen. Oh. So, Leute, und nun passiert Folgendes. Nämlich das hier passiert jetzt. Clever ist der Mann, nicht wahr? So. Zack. Und so zieht man auch eine Wand nach oben. Zack, 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 zack. Und es geht hoch hinaus. Hätte man auch mit Leiter... Naja, ist auch Quatsch. So. Da haben wir es geschafft. Huch, ist das hier eine schöne Aussicht. Prima. So, und jetzt müssen wir nur mal gucken. Das war hier gerade... Nein! Ich trau mich nicht. Soll ich? Na, wie habe ich das gemacht, Leute? Cool. So. Ja, und das Gleiche, das machen wir jetzt im Prinzip. Jetzt kann er das erstmal wieder weg. Das machen wir jetzt nämlich hier. Das sind nämlich 3, die wir da setzen müssen. Ich glaube, ich werde das wieder so machen mit... mit 2 mache ich das, ne? Genau. So, weil hier passiert ja nichts. Hier ist ja kein Fenster und nichts. Deswegen können wir das durchaus so machen. Ja, wir können auch gleich 3 machen, wenn wir wollen. Wir haben ja noch ein bisschen Stein. Dann ist die Ecke auch fertig. So. So.
So. So. Ja, also die Lösung, die ist ganz gut. Die werden wir beibehalten mit dem Wasser. Das ist im Nu angebaut und ist sehr praktisch. Somit ersparen wir uns das Hochbuddeln und auch das hier mit dem Setzen und wieder abbauen und sparen wir auch Werkzeug. Das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Wie gesagt, Fallschaden gibt es ja dadurch nicht. Mal so ein Stückchen. Und so kriegt man doch relativ schnell hier die Wände hochgezogen. Natürlich nur da, wo... ja, das überlege ich mir jetzt auch gleich mal. Huch, jetzt ist das hier alle. Jetzt überlege ich mir das, ob das nicht sinnvoll ist. Vielleicht nicht sofort alle Wände, da wo kein Fenster ist, und die Dinger mit Fenster im Prinzip dann nachträglich reinzukloppen. Das wäre doch auch eine Idee, oder? Das habe ich nur vergessen. Wo muss ich jetzt runterspringen? Hier, ne? Oder? War das hier? Ich glaube schon. Nein! Platsch! Und voll hier reingeflogen. Wow! Cool! Cool! Ja, prima! So, was ist denn hier jetzt los? Also hier wäre jetzt genau das gleiche Prozedere. So, da haben wir auch noch ein bisschen... Ist das hier alles Stein? Ja, ist alles Stein. Also, das können wir hier auch noch machen, wenn wir wollen. Da muss ich mir nur merken, dass ich an der Ecke runterspringe. Ich glaube, das machen wir. Dann mache ich hier mal schnell mal so. Und wir können wirklich bis hier rangehen. Also, Leute, das machen wir jetzt. Ich sehe da eigentlich nur einen positiven Sinn drin. Das machen wir jetzt, genau. So. Zack. Müssen wir nur bis zu der einen Ecke gehen und dann... Dann haben wir nämlich auch schon mal eine schöne Ecke hochgezogen. So. Zack. Zack, zack, zack. So. So, das nimmt da wirklich langsam Form hier an. Das ist ja prima. So. So, zack. So. Bisschen unrealistisch, ne? Aus so einer Höhe da in so eine kleine Bache da im Prinzip da rein zu plumpsen und sie nichts zu brechen hier in so eine kleine Pfütze. Das ist ja schon echt skandalös. So, das ist auch alle. Die schönen Cleanies. So, die auch alle. So. Zack. Oh, ist noch ein bisschen. So. Zack. So. Zack. Und nehmen was weg, umgewandelt und hier sofort wieder verbaut. Na, wenn das nichts ist, das nennt sich Recycling. Prima. Ja. Ja. Zack. So. Das wäre geschafft. Was für eine Aussicht hier. Oh ja, ist noch ein gutes Dreiviertel, was wir abbauen müssen. Und nochmal den ganzen Boden und nochmal die ganze Decke. Also da haben wir erstmal noch ordentlich zu tun. Ich glaubte, hier konnte ich runterspringen, ne, an der Ecke. Ich springe einfach hier runter. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Geronimo! Platsch! Aber wirklich voll an die Kante ran. So, das hat ganz gut funktioniert. Das können wir wegnehmen. Mehr können wir erstmal nicht machen. Das heißt, dass ich die Steine erstmal hier aufheben tue. Das ist auch noch ein Stein. Andesit und Bruchstein. Ja, also wir haben noch anderthalb Stecken. Hier werde ich mir das Wasser mal wieder mitnehmen. Das ist ganz gut. So. Und, ja.
wie würde das jetzt hier weitergehen? Also hier würde es jetzt weitergehen. Erstmal natürlich mit einer Dreiermauer. Muss ich eben überlegen. Hatten wir hier eine Dreiermauer oder wie, welche Etage sind wir da hochgegangen? Muss ich direkt mal abzählen. Eins, also eins, zwei. Das dritte quasi. Das dritte. Das ist mir zwar ein bisschen zu flach. Kommt, obwohl, nee, das ist in Ordnung. Eins, zwei, drei. Aber wieso in der Welt ist hier unten einer Abstand? Ist das auf dem Foto auch so? Ja, tatsächlich, auf dem Foto ist das auch so. Also das soll wirklich so sein. Also eins, zwei. Also brauchst du nur zwei hoch, also eine Reihe. Ja, dann wäre das nächste, was jetzt kommt, hier natürlich die Reihe. Wo sind sie denn, die guten Cleanies? Die sind hier. Ja, dann wäre das jetzt hier eine Reihe, die zieht sich jetzt quasi durch. Die zieht sich jetzt durch. Eins. Ja, die zweite Reihe ja dann eigentlich. Das sieht man jetzt hier dummerweise nicht, weil ich Stepp hier ja hier den Graben gebaut habe. Das heißt, dann nehmen wir mal eben den Graben hier wieder weg. So. Und das könnte man eigentlich auch mal so langsam aber sicher entfernen hier. Ne? Also das heißt, es würde jetzt zwei hochgehen und dann würde das erste Fenster kommen. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie ich die gesetzt habe, die Fenster. Das ist tatsächlich die Frage. Ich muss auf jeden Fall erstmal noch eine Reihe hier langziehen, das ist ganz klar. Ich mach das mal bis zu diesem Punkt hier. Okay. So, dann wäre das Fenster hier oben. Jetzt bin ich gerade mal am Überlegen, ob ich das nicht direkt mal eben probieren mag. Wie das aussieht. Das ist jetzt die Position von dem Fenster. Das würde bedeuten, der dritte Block ist ja dieser hier. Der jetzt im Prinzip. Okay, das Risiko zu springen, gehe ich mir mal ein. Das ist ja noch nicht so hoch. Der sich im Prinzip ja jetzt eigentlich hier langziehen müsste. Wenn ich das so richtig sehe. Okay. Weil das Problem ist, wenn man so groß baut, liebe Leute, dass man sich auch sehr schnell verbauen kann. Also das heißt, es ist am einfachsten, wenn man sich hier wirklich so eine Hilfslinien aufbaut. Und dann, wie gesagt, hier das wirklich so macht. Wenn wir jetzt unten schon markiert haben, deswegen ist die Markierung auch ziemlich sinnvoll. Weil ihr seht, eins, zwei, da haben wir nämlich den Block. Das würde bedeuten, dass hier jetzt nämlich der eine Abstand ist. Und dann haben wir ja gesagt, es soll ja nicht ein Einser sein, sondern diesmal ein Zweier. Weil wir haben die extra so markiert, glaube ich. Genau. Dann geht die Sache nämlich auch auf. Dann wäre nämlich das nächste Fenster hier. Und so kann man das dann auch machen. Ja. So, dann haben wir hier nämlich wieder einen. Und der nächste wäre hier. Und der nächste wäre hier. Also es passt genau, wie ich es mir auch schon dachte, wie es passen wird. Das ist dann quasi die erste Etage jetzt. Und in der zweiten würde jetzt genau das gleiche passieren. Und das zieht sich dann bis oben hin. Also theoretisch könnte ich jetzt hier wieder. Ich mach das auch einfach mal. Noch habe ich ja Steine. Muss ich nur wieder abzählen. Eins, zwei. Moment, eins. Zwei frei und die Nummer drei. Nein! Das war doch nur ein Einer. Es war klar, dass ich mich verbaue. Warum verbaue ich mich denn hier? Warte mal, dann hüpfen wir hier rauf. So. Gib mal her den Stein. Eins, zwei, drei. Da. Jetzt kommt's wieder hin. Was leuchtet denn da so schön? Nanu, alle. So. Krass, die verbrauchen sich aber wirklich ordentlich hier, die Cleanies, also. Das ist hier nicht ohne hier, Freunde. Ne. So. Genau, und jetzt geht's hier einfach wieder ganz cool hier runter.
Da haben wir ja gesagt, das ist das Fenster und das sind die zwei Fenster. Das würde bedeuten, der und der geht wieder ran. Zweie frei. Zweie besetzt. So. Exakt. Exakt. Genau so. Siehst du? Und das ist am einfachsten. So kann man sich hier wirklich nicht verbauen. Das ist praktisch. Jetzt müssen wir nur gucken. Hier ist wieder ein Zweier. Eins und zwei. Das ist sehr simpel. Also wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man den Dreh hier ganz schnell raus. Also wichtig ist im Prinzip nur, dass man sich so eine Hilfslinien hier baut und dann kann man sich in der Tat bis ganz nach oben, da steht ein Skelett da unten rum, kann man sich dann hier hochbauen. Hier zum Beispiel wäre jetzt wieder Fenster, das heißt also, da müssten wir wirklich wieder zwei daneben dann machen. Da mache ich mir dann aber wieder so einen Graben bauen, dass ich mich dann, genau, so werde ich das machen. Und so können wir uns dann bis nach oben hin bauen im Prinzip. Das Blöde ist jetzt nur, dass wir hier nicht mehr so viel Cleanies haben, aber ich kann ja die noch verbrauchen, die wir haben eben mal. Das heißt, genau das gleiche wieder hochbauen. Dann machen wir das immer so in Etappen. So. Vorsichtig, nicht runterzufallen. Wieder die Hilfslinie aufbauen. Eins, zwei für die Höhe des Fensters. Drei ist die Hilfslinie. So. Na. Und so. Boah, fast runtergeflogen. Okay, jetzt geht's hier wieder runter. Da müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Also auf jeden Fall, einer. So. Zack. Ja, jetzt kommen wir hier natürlich nicht mehr ganz so gut ran. Ist klar, weil... Ist logisch. So. Ja, voilà. So. So, da ist einer, ist richtig. Das heißt, die nächsten zwei sind wieder die. Kann man sich daran orientieren. Prima. So. Also, wie ihr seht, es ist jetzt gar nicht so schwierig. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal vom Weiten an, wie das aussieht. Oh, da unten ist aber volles Gelumpe. Können wir nur einen kurzen Blick wagen. Ja, und dann werde ich auch diese Aufnahme mal unterbrechen. Wow. Wow, Leute, wenn das hier richtig fertig gebaut ist, das sieht so geil aus, glaubt mir mal. Richtig mega Hammer. Also, wir haben wirklich hier ordentlich geschafft. Allerdings, es ist ein Fehler passiert. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, welcher Fehler passiert ist. Wieder mal der gleiche Fehler, den wir vorhin gemacht haben. Nämlich der Fehler mit dem 1er-Abstand und nicht mit dem 3er-Abstand. Hier ist es zwar richtig, dass hier zwei sind dazwischen, wo hier nur einer ist, aber in der Höhe ändert sich nichts. Das heißt, es müssen, weil wir haben ja schon Dreie, das geht ja nicht auf bis nach oben. Das heißt, es fehlt immer eine Dreierreihe. Also es müssen jetzt um zwei immer ergänzt werden. Das brauchen wir auf jeden Fall neue Steine. Schade. Da muss ich noch die Konzentration tatsächlich walten lassen. Da bin ich wirklich nicht so konzentriert dabei, was ich sehr schade finde. Aber das vergesse ich irgendwie jedes Mal, dass es ein Dreierabstand ist. Aber das kann passieren. Das ist auch gar nicht weiter schlimm, weil das können wir, wie gesagt, ausgleichen. Ne? Hier sehen wir es nochmal ganz deutlich, weil theoretisch wäre ja nur noch eine Reihe und dann wären wir ja schon oben. Das heißt, es müssen wirklich Dreierabstände sein. Ansonsten sieht es einfach zu gedrückt aus. Und ist ja logisch, wenn wir es über mehrere Etagen machen wollen, dass das einfach blöd ist, ne? Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal korrigieren. Das sind aber Fehler, die können passieren. Da ist, wie gesagt, auch die Konzentration lässt einfach langsam nach. Bei so einem Marathon, den wir hier wirklich machen. Und aus diesem Grund bringe ich jetzt mal eben schnell noch die Sachen runter. Ich will mal kurz einen Überblick verschaffen, wie es hier eigentlich aussieht. Okay, die Öfen sind aus und aha, da ist nichts mehr drin. Gut, also das Einzige, was wir machen können, ist jetzt erstmal hier die restlichen Steine hier mal zupacken. Hier Bruchstein, okay. Andesit und Diorit, das kommt da wieder in die Kiste rein. So, dass wir hier mal gleich mal ein bisschen in Ordnung machen. Und Andesit, 20, okay.
Ja, die Eimer Wasser, die behalte ich jetzt im Inventar drin, die können wir immer mal gebrauchen. Genauso wie hier die Erde, die werden wir auch gebrauchen. Alles andere kann so bleiben. Ja, hier werde ich mir gleich mal ein paar Stecken mitnehmen von den schönen, ja, Bruchsteinen. Denn die möchte ich ganz gerne in den Ofen reinknallen, um prophylaktisch einfach beim nächsten Mal dann nur noch die, ja, Dings zu holen, die Kohle wieder. Dann brauchen wir nur die Kohle da reinstoppen. Und dann ist das gut. So, das heißt, dann können wir gleich mal hier die Stecken einmal schön wieder aufteilen. Der erste Ofen fängt auch schon an zu glühen, so soll es sein. So, das wird natürlich nicht ausreichen, glaube ich, für so ein ganzes Stecken. Kann ich mir nicht vorstellen. So, da kloppen wir die Teile dann nämlich rein. Und dann sind die beim nächsten Mal, müssen wir dann wieder Kohle organisieren gehen. Ich mache hier gleich 64er rein. Ja, unten könnte sogar reichen. Und das andere ist Erde. Ja, Leute, da haben wir das erstmal. Zwei Öfen sind noch nicht in Betrieb. Da ist zwar noch Kohle drin. Okay, dann nehme ich hier die Kohle raus und schmeiß das Ding einfach hier rein. Schwuppdiwupp. Ja, und da glimmt alles schön, außer der, das ist irgendwie das Stiefkind. Das ist irgendwie der Ersatzofen vielleicht. Und wunderbar, also das brennt jetzt hier erstmal alles wieder. Trotzdem müssen wir neue Kohle organisieren, da kommen wir definitiv nicht dran vorbei. Wie wir sehen, als kurzes Fazit, wir haben jetzt zwar noch einiges, ich denke, vielleicht reicht diese ganzen Stacks hier werden vielleicht ausreichend sein, um die eine Wand komplett fertig zu ziehen. Scheiße jetzt zum Schluss gelaufen mit, dass ich die Dreierreihe vergessen habe dort zu machen, dass es drei hoch ist. Es ist ein bisschen ungünstig, aber zum Glück nicht weiter fatal, da im Prinzip eigentlich nur die Abstände bleiben ja, dass ich da einfach nur zwei Steine reinsetze und einen hochsetze. Also es ist ein Verlust, ist natürlich klar, dass wir bei Cleanstone auch jetzt Verluste einnehmen. Deswegen die 10.000, die ich genannt habe, ist schon eine realistische Zahl. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir können uns mal eben aktuell die Statistik angucken, wenn ihr Bock habt, weil ich mache ja eh gleich Pause, wie gesagt. Aufnahmepause, Aufnahmestopp. Reicht für heute. Und wir gucken in die Statistik rein und zwar natürlich wieder bei Blöcke. Aktuell, was ist das? Das ist der normale Stein, den wir bis jetzt verarbeitet haben. Also hergestellt haben wir 1292. Das ist schon mal ganz interessant. Benutzt davon 743. Die haben wir benutzt bis jetzt. Also schon zur 1000 geht das hin. Also die ersten 1000 haben wir jetzt schon. Und ihr seht ja, wie wenig das ist. Ja, und abgetragen haben wir tatsächlich auch schon 4562. Also da ist eine ganze Menge. Im Gegensatz zur Erde haben wir ein bisschen mehr. Da haben wir 6940. Also hier geht es auch schon langsam auf die 7000 zu. Also ist schon mal in Ordnung. Also es sind so die drei größten Positionen, die wir jetzt hier im Gebrauch haben. Nur so viel erstmal zu der Statistik. Ja, Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt diese Aufnahme an dieser Stelle. Bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch wieder bei der nächsten Season, die ich dann beginne, die Season Nummer 3, die nächste Marathon-Season. Mal sehen, wie viele Stunden ich da ausharre. Und ja, dann mal gucken. Bis dann, Leute, wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Und für euch ist vielleicht nur eine Sekunde, je nachdem, wie ich es schneide. Bis dann. Ciao. Euer Game-Gespenst.